Es ist nicht nur uralt, sondern auch mit keinem anderen Lebewesen vergleichbar. In Kanada hat eine Forscherin jetzt in einer Erdprobe einen bisher nicht bekannten Organismus entdeckt. Fest steht, das Urwesen lässt sich keinem unserer Entwicklungszweige zuordnen. Forschungsteams rätseln jetzt, ob es sich um eine Art Superorganismus handelt. Alles, was ihr zu dieser sensationellen Entdeckung wissen müsst, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich mindblowing Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Sein Name lautet Hemimastix Kukwesjik, abgeleitet von dem Begriff Kukwes, und der wiederum steht für einen Oger, also Unhold, der sehr gierig und haarig ist und aus der Mythologie nordamerikanischer Indianer stammt. Dieses Urwesen, das nach Ansicht des kanadischen Forschungsteams nicht nur wie solch ein Unhold aussieht, sondern sich auch so benimmt, war bisher völlig unbekannt. Und unter dem Mikroskop sieht es wirklich ziemlich gruselig aus. Ein Einzeller, der etwa 200stel Millimeter lang ist und der mit Hilfe seiner Flagellen vorankommt, und das eher unkoordiniert. Als Flagellen werden die kleinen Härchen bezeichnet, die an den Seiten hervorstehen. Auf seinem Speiseplan des frisch entdeckten Mikroorganismus stehen kleine Mikroben, und die erbeutet er sich ziemlich geschickt mit seinen Extrosomen. Damit sind kleine Harpunen gemeint, mit denen er seine Beute beschießt und zu sich heranzieht, um sie dann zu verspeisen. Und obwohl diese Entdeckung wirklich spektakulär ist, ist es keineswegs so, dass nach diesem mysteriösen Wesen lange gesucht wurde. Eigentlich war es sogar ein purer Zufall, dass der Mini-Organismus entdeckt werden konnte, gepaart mit dem guten Forscherinstinkt der kanadischen Evolutionsbiologin Jana Eglit. Sie hatte 2016 bei einer Wanderung in Nova Scotia, einer ostkanadischen Provinz, den richtigen Riecher und nahm Erdproben mit. Als sie diese dann im Labor untersuchte, konnte sie ihren Augen kaum trauen. Seltene Urwesen trieben sich in den Proben herum. Konkret nämlich eukaryotische Protisten, so wird das genannt. Eukaryotisch bedeutet, dass die Wesen über komplexe Zellen verfügen, ebenso wie wir Menschen. Doch die Spezies gehört weder zu den Pilzen, Pflanzen noch Tieren. Das ist mit dem Begriff Protist gemeint. Das neu entdeckte Urwesen ist übrigens einzellig, so wie die meisten Protisten. Jana Eglit isolierte sie, züchtete Nahrung für die Mikroorganismen, und so gelang ihr irgendwann das Unmögliche. Sie ist tatsächlich der erste Mensch, der es geschafft hat, diesen Einzeller dann auch noch zu kultivieren, ihn so quasi zu ihrem Haustier zu machen, natürlich nur im übertragenen Sinn. Genetische Analysen standen als erstes mit auf dem Plan. Damit wollte das Forschungsteam herausfinden, wie sich Hemimastix kukwesjik entwickelt hat und mit wem sie verwandt sind. Dafür wurde eine äußerst neue und innovative Technik genutzt, der Name Single Cell Transcriptomics. Mit dieser Methode können genetische Informationen sequenziert werden, und die Technik ist sogar bei Zellen möglich, die viermal kleiner sind als ein einzelner menschlicher Haarstrang. Das Besondere hierbei ist, dass man die gewünschten Infos aus zwei oder vier Zellen erhalten kann, anstatt wie bei Standardverfahren Millionen von Zellen zu benötigen. Und mit diesem Ergebnis hatte wirklich niemand gerechnet. Das Urwesen lässt sich tatsächlich keinem unserer Entwicklungszweige zuordnen. Alastair Simpson, einer der beteiligten Forscher der kanadischen Dalhousie University, sagt, diese Entdeckung lässt uns den Baum des Lebens quasi neu zeichnen, und zwar an seiner tiefsten Stelle. Außerdem eröffnet uns die Entdeckung die Möglichkeit, die Evolution und den Ursprung komplexer Zellen neu zu verstehen, und zwar lange, bevor es überhaupt Tiere und Pflanzen auf der Erde gab. Das Forschungsteam geht jetzt davon aus, dass sich ein gemeinsamer Vorfahr weit zurück in der Vergangenheit finden lässt, also vor etwa einer Milliarde Jahren, also unglaubliche 500 Millionen Jahre, bevor sich die ersten Tiere entwickelten. Doch klar ist das bisher noch nicht. Also zunächst soll jetzt erst einmal das komplette Genom sequenziert werden. Dazu heißt es in der Studie, das ist eine ganz neue Möglichkeit, um die Entwicklung von komplexen Zellen und deren Ursprünge zu erforschen. Das Forschungsteam jedenfalls ist immer noch fassungslos über seinen eigenen Erfolg. Dazu Simpson, dass sich solch eine Lebensform buchstäblich unter unseren Füßen verstecken könnte, macht uns deutlich, wie wenig wir noch über die Vielfalt des Lebens auf der Erde wissen. Da denken wir nur, im Weltraum können wir wirklich Neues, Bahnbrechendes entdecken, dabei kann es sich auch direkt unter unseren Füßen befinden. Wow, wenn ihr absolut nichts von Klicks um Science and Fiction verpassen wollt, dann abonniert auch den englischen Kanal, denn nur dann verpasst ihr auch keine Videopremieren, denn die gibt es genauso dort. Dafür einfach hier klicken, und weiter geht's mit Frankenstein Hairs, Researchers Create Human-Rat Hybrid Beings. Ich freue mich auf euch, auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.